Brot brauchen die Menschen immer. Ein Bäcker mit eigenem Geschäft, vor dem man an schmeichelnden, sonnigen Abenden hätte sitzen können, das hättest du werden können. Solly ist ein Junge, der an sehr vielen Erwartungen scheitert, die die Gesellschaft und sein soziales Umfeld an ihn heranträgt. Und es geht darum, dass er den Männlichkeitserwartungen überhaupt nicht entspricht, dass er die nicht erfüllt. Deswegen haben wir uns auch entschieden, jetzt in diesem Stück, in dieser Umsetzung, ihn mit einer Frau zu besetzen, um da diese Männlichkeitsmechanismen auch aufzufächern und auszulegen. Ich reite auf einer Welle. Ich reite auf einer Welle auf dunkelgrünem Laub, vorbei an zartknotigen Gewächsen und kleine regenbogenfarbig geflügelte Insekten, die mich auf meinem Ritt begleiten, auf einen hellen Schlund zu, der mich aufnimmt, als wäre ich ein Fürst, ein König, ein Prinz, ein glücklicher Junge. Gertes Sultan. Solly. Bei der Nachtschicht. Ich. Solly. 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 Allein. Während ich 50 Kilo Säcke schleife. Dem Text liegt ein sehr prosaischen Charakter inne. Es gibt ganz viele Sprachbilder, die aus diesem Solly herauskommen. Und zu schauen, wie kriegt man diese bilderreiche Welt auf die Bühne. Und zwar so, dass die Sprache und die Bühne, dass beides gleich viel Raum hat. Und zu gucken, welche Elemente kann man rauslassen, wie viel verträgt es wegzulassen und mit Bühnenelementen, mit Schauspielern, mit Handlungen, dem so gerecht zu werden und das anzureichern. 756 Pfandlosen, alle gleich groß und gleich schwer, alle gleich und voneinander getrennt. Wehe. Zittrige Finger beim Backen. Ich habe nie gern Eier getrennt. Mir waren Rezepte lieber, bei denen man ganze Eier brauchte. Verquirlen, das klingt doch danach, dass Eigelb und Eiweiß zusammengehören. Keine Todfeinde sind. Dann gibt es einen Moment, wo bei Solly ein Zittern losgeht. Das ist eigentlich der Beginn seiner Krankheit, Epilepsie, die sich im Verlauf des Stückes auch immer weiter entwickelt. Ich erlebe auch als Zuschauer das, Solly immer wieder geschlagen wird und sich dadurch auch diese Krankheit immer weiter intensiviert. Dieses einzige, winzige, dreckige Menschenleben, das wir haben, und ich, Solly, einer, der nichts mehr kann.